Und was hat er genau gesagt? Ich glaub's ja nicht. Und warum hat es keiner bearbeitet? Bist du denn immer noch nicht aufgestanden? Mhm. Fackeln Sie doch nicht so lange rum. Ist nicht gut. Ja, das hätte doch schon längst erledigt sein sollen. Ja. Es geht so nicht weiter. Nein, nein. Hast du deinen Vater schon angerufen wegen der Unterschrift? Ich habe ihn nicht erreicht, aber ich versuche es heute Abend. Bin ich im Büro. Ja, legen Sie mir doch bitte die Akten bereit. Im letzten Quartal. Gut, dann bis nachher. Wiedergang. Morgen. Na, neuer Haarschnitt? Mhm. Und, hat's dein Bruder auch erwischt? Hör auf. Ich hab heute nichts für Mathe. Hast du es wenigstens versucht? Ich kann den Scheiß doch eh nicht. So schwer ist es gar nicht. Jetzt fang du auch noch an. Ich gehe heute nicht in Mathe, ich komme erst nach der Pause. Und was machst du denn jetzt? Keine Ahnung, weiß nicht. Und wie soll das funktionieren? Wo soll ich denn die Zeit dafür hernehmen? Ich muss jetzt doch wirklich in den Unterricht. Dann geht's doch eh nur ums Geld. Ist ja klar, dass ich dann die Laufzeit berechne. Ein bisschen komplexer ist es schon. Da gibt's extra ganz viele Studien für. Ja, und am besten Studien, die von Energiekonzernen finanziert werden. Und dann wird wieder an der Sicherheit gespart. Es gibt schon genaue Protokolle und Auflagen. Ja, die gibt's für Bauinseln auch. Aber wenn so ein Atomteil mal explodiert, dann ist es halt vorbei. Oder was ist da? Das ist auch nicht. Das sind Experten, die passen schon auf. Hey, pass mal auf, wo du hinläufst, du Schwuchtel! Hey, pass du doch auf, du Vollarsch! Guck mal, der hat seinen Bodyguard dabei. So nicht, mein Fräulein. Kommen Sie mal mit. Pflanzenteilchen werden Asche genannt. In einer Eruptionswolke steigen sie bis zu 30 Kilometer in den Himmel auf und werden vom Wind verweht. Die etwas kleineren Teilchen, Steine etwa in der Größe von Kieselsteinen, werden Lapilli genannt. Die großen Brocken fallen in der Nähe des Kraters zu Boden, da sie oft glühend heiß und weich sind, nehmen sie in der Luft oft eine eirige Form an. Man nennt sie die vulkanischen Brocken. Durch die ungleichmäßige Wärmeverteilung gibt es Bereiche, in denen das Mantelmaterial aufsteigt, sich horizontal unter der Lithosphäre bewegt, dabei abkühlt und wieder abkühlt. Bei dieser Mantel... Hey, schau mal, dein Bruder ist sogar noch später dran als ich. Ist hier hinten jetzt endlich mal Ruhe? Ist ja nicht so, als ob ich was Wichtiges verpassen würde. Hallo! Hier gibt es auch noch andere, die etwas lernen wollen. Und vielleicht noch etwas erreichen wollen in ihrem Leben. Unser Planet ist doch eh schon im Arsch. Warum soll ich dann lernen, wie er vor 1000 Millionen Jahren entstanden ist? Jetzt reicht's. Mach, dass du hier rauskommst. Raus jetzt! Ich war mal wieder die Einzige, die gestört hat. Mach jetzt, dass du hier rauskommst! Über einen Eintrag im Klassenbuch kannst du dir sicher sein. Sebastian? Na, hast du auch keinen Bock mehr? Stehen bleiben!